Sir Arthur Conan Doyle hat mit der Figur des Professor Moriarty den modernen Superschurken geschaffen. Und seitdem gab es eine ganze Reihe bemerkenswerter Vertreter. Tada! It's gone. Heute allerdings geht es um Darth Vader und warum er wahrscheinlich der beste Superschurke aller Zeiten ist. Für den Normalzuschauer ist Darth Vader eigentlich kein besonders komplexer Charakter. In Episode 4 ist er eigentlich mehr Handlanger als alles andere und nimmt sogar Befehle von Generälen an. Vader wird so als der ausführende Arm des Imperiums porträtiert. Nur der Kampf mit Obi-Wan gibt kleinere Ausblicke auf die eigentliche Tiefe des Charakters. Das ändert sich natürlich mit der legendären Episode 5. Darth Vader wird hier zu dem erschreckenden Bösen in hochgewachsener, dunkler Gestalt, dem Luke nicht mehr ansatzweise gewachsen ist. Und dazu kommt natürlich noch dieses kleine Detail. I am your father. Dieser Plot-Twist und Bestandteil moderner Popkultur gibt dem Zuschauer einen ersten Einblick in die Geschichte und die menschliche Seite von Darth Vader. Man sieht auch Teile von ihm ohne Maske, eine Metapher dafür, wie der Charakter Schritt für Schritt an Tiefe gewinnt und vermenschlicht wird. Gleichzeitig verliert er natürlich an Mysteriösem. Episode 6 zeigt Darth Vader, wie er mit seinem Gewissen kämpft und der Liebe zu seinem Sohn. It is too late for me, son. Er wirkt vielleicht immer noch einschüchternd, ist letzten Endes aber ein gebrochener, alter Mann auf der Suche nach Wiedergutmachung. Und ein Mann mit 1983er lava-resistenten Augenbrauen. An diesem Punkt ist Darth Vader schon ein absolut ikonischer Bösewicht. Weit über die pure Ausstrahlung und die einzigartige Erscheinung hinaus erzählt Star Wars mit ihm eine Geschichte, wie ein Mann gefangen in einer Ideologie und einem Zirkel aus Grausamkeit und Hass, mit Hilfe von jemandem, der nichts tut, außer an ihn zu glauben, aus diesem Kreis ausbricht. Das allein ist schon eine sehr runde, schöne Geschichte, aber noch lange nicht alles. In Episode 1 bis 3 verfolgt der Zuschauer, wie Anakin auf den Pfad der dunklen Seite stolpert. Nicht aus Machtgier oder aus Bosheit, sondern weil er seine Mitmenschen, vor allem Padme und seine Mutter, schützen will. Dabei hat er natürlich einige eher suboptimale Reaktionen parat. I killed them. I killed them all. And not just the men, but the women. And the children too. Aber seiner Handlung folgen nachvollziehbaren Emotionen wie Wut auf die Schänder seiner Mutter. Die Macht der dunklen Seite korrumpiert ihn natürlich letzten Endes, bis die Ziele des Imperators von ihm nur noch hohl rezitiert werden. Anakin ist in allen drei Episoden trotzdem mehr Opfer als Täter und erst nach dem Überlaufen wird er so richtig, richtig böse. Plötzlich ist Darth Vader nicht nur ein alter Mann, gefangen in seinen Handlungen auf der Suche nach Wiedergutmachung, sondern auch eine gescheiterte Existenz, die in jungen Jahren alles verloren hat und sich in Grausamkeit und Machtgier verliert. So trägt die gesamte Vorgeschichte zu einem tieferen Verstehen der Figur Vaders bei. Der gesamte Charakter stellt die Frage, was es wirklich bedeutet, böse zu sein, und wird so als Superschurke zu einem storyweltenumfassenden Paradoxon. Er ist Opfer und Täter, Held und Schurke, Jedi und Sith. Am Ende ist Darth Vader vor allem eins, eine Reflexion der menschlichen Natur. Und genau darum geht es bei ganz, ganz großem Kino. War Vader jetzt letztendlich gut oder böse? Mit der Frage, ob man überhaupt so einfach zwischen gut und böse, hell und dunkel unterscheiden kann, habe ich mich in meinem Video auf Danitschka auseinandergesetzt. Schaut vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Tschüssi.